Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Motion Horn fürs iPad Pro, der zweite Teil. So, da sind wir wahrscheinlich nicht längs. Warte, folge mir, ich bringe dich zurück zum Bahnhof. Ach gut. So, jetzt müssen wir einmal in die Unterstadt gleich. Da ist doch einiges los. Man kann auch nicht mit allen reden, aber die gucken wir doch ein bisschen an. Denn es ist ein Shop. Ist auch ein Shop, kann man da rein? Rein, rein. Was drin los ist? Na, was du? Was würdest du gerne kaufen? Dosenessen, Schwarzpulver, Streichholzschachtel. Irgendwie gar nichts. Nichts, was mich interessiert so. Gut. Gucken wir mal drauf. Wo sollen wir denn hin? Nach da. Wenn ihr den Gaffstoff zum roten Hering, den suchen wir erstmal. Ist natürlich nicht so schwierig zu finden, wenn da oben immer das Ganze anzeigt. Nicht so wie bei World of Warcraft Classic, wenn man sich daran erinnert. Bei einer der ersten Stunde, der mit der Beta angefangen hat und da konnte man nichts finden. Da muss man wirklich sich die Beschreibung alles durchlesen. Alle, die jetzt WoW spielen, das ist ja so ein bisschen Pipifax, ne? Jetzt. So, warte mal. Bleiben wir hier hin, links kurz. Können wir mal kurz dieses Ding da hinten holen. Ihr braucht nicht mitkommen. Macht ihr trotzdem, ne? Ja, gute Landsleute. Ja, und dann nur nicht runterfallen, weil im Wasser überlebe ich nicht so lange. So. Wie kommt sie denn so schnell dahin, frage ich mich. Na gut, wir müssen hier runter in die Unterstadt. Machen wir mal. Ist ja auch nicht so weit weg, die Unterstadt. Auch schon riesig hier, ne? Wenn sie es mal anguckt, so. Das ist noch ein Automat. Hallo Retter von Arkadien. Das Leben war vor 20 Jahren völlig anders. Wir hatten weder Strom noch Terminals. Alles wenn er sich als Archimedes damit begann, den Großkern zu bauen. Die Leute unbegrenzte Energiebieter und die Kommunikationshilfe. Die Arbeit ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber ich frage mich, wie sich die Welt verändern wird, wenn der Großkern vollendet ist. Wahrscheinlich beschwörst du den Teufel raus. Go on. That one up too. I know you can't resist. So. Wieder im Hafen. Da sollen wir noch nicht hin, wir sollen erstmal zur Hafenkneipe. Könnte natürlich diese hier sein. Fragen wir mal nach Hermit. Ja. Hermit, sagst du? Du musst dein Pflegesohn aus Ahn sein und du bist natürlich Trin. Ich habe euch in der Zeitung gesehen, ich bringe euch zu seiner Wohnung. Okay. Das ist sie. Er hat diese Wohnung nicht viel verwendet, weil er angefangen hat, sich um dich zu kümmern. Er kommt vielleicht einmal pro Jahr, wenn er den Ritterorden besucht. Also schönen Aufenthalt. Und mach bitte nichts kaputt. I think it's going to take a while before Master Mayfair comes. It's been a long day. We should get some rest. Das stimmt. Gut, dann lass uns mal hinlegen hier. Und ins Bett legen einfach. Schlafen gehen. Oh, wollige Wärme. Wohlige Wärme. Ein Brot. Morgen früh zum Essen. Nicht das luxuriöseste Apartment, aber erfüllt ja seinen Zweck. Er kann nicht schlafen. Er ist ein Robot. Die pennt auch nicht. Benötigt die Schlafmütze auf dem Bett? Wahrscheinlich. Also Meister Mayfair. Aufwachen. Oh, ich habe gut geschlafen. Jetzt hüpfen wir aus dem Bett raus, Achtung. We watched you snore while we were having breakfast. You were so cute. We packed our bags, but didn't want to wake you up. Hurry and meet us at the harbor. You don't want to miss this trip. Trin. Okay, schön. Das, ja, ist auch geil, das ist alles wichtig und die lassen einen einfach hier pennen, oder? Ist auch schon so ein bisschen albern. Macht mich so sauer, da hau ich alles kaputt. Nein. Scheiß auf seine Bude. Nein. So, wir müssen mal raus hier, da war der Ausgang. Hm, Wasserhafen. Kleines süßes Boot.
So. Ich könnte hier noch was einsammeln oder so. Nein, schon ist ja nicht so viel. Hello, Mrs. Dann eiern wir direkt zum Hafen, ne? Kurz hier reingehen, was da drin ist. Guck mal hier. Gehen wir da rein. Muss ich irgendwie auch alles machen? Huch, hier ist eine Truhe. Lagerhallentruhe, da haben wir nicht. Shit. Schade. Vielleicht kriegen wir den hier drin. Mal gucken. Ich finde den Schlüssel hier drin. In zwei verschiedene Richtungen. Ich kann auch hier rausgehen. Hier mal in alle Richtungen. Hier ist zumindest ein Schalter. Das soll man vielleicht betätigen. Wahrscheinlich hätte man den Schalter nicht gesehen. Dann wäre man wahrscheinlich rübergesprungen. Und wäre im Wasser gelandet. Das ist gar nicht so dumm. Und so aus sich umzudrehen, um mal woanders hinzuschauen. Gehen auch. Natürlich auch darüber, wir können auch runter. Und da ist nach unten. Also hier gehen. Nicht, wo man hier ist, ne? Jetzt mal wieder hoch. Viel mehr sieht man hier oben nicht. Hm. Okay, geht's mal wieder raus. Das machen wir nicht. Wir müssen jetzt aber den anderen Weg nochmal gehen, denn. Nee, wir wollen ja gucken, da wo die Gegner waren, da gehen wir erstmal hin. Ich behaupte mal, wir kriegen hier bestimmt noch was. Da steht meine Waffe. Ich weiß immer noch nicht, was man mit diesen Blutsplittern machen kann. Wo die genau sind, weiß ich gar nicht. Da ist aber auch tief hier. Okay. Aber ich hab mich gleich verlaufen. Nichts. Ich hab mich doch nicht verlaufen, mal gucken. Bin ich wieder am Start jetzt hier? Wo sind wir hier? Sieht so aus, ne? Habe ich aber auch eher einen
Oh, 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 oh. Oh, hier sind Truhe, okay. Ja, los hoch. Die können wir zumindest aufmachen. Westhallenschlüssel, okay. Da ist noch eine Truhe, wo ist die denn? Drüben? Was ist das hier? Wir waren noch Gott holen. Eine Perlenkette, okay. War jetzt gar nicht so wert, den ganzen Sprung da runter zu machen. Ja, oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Gegner. Auch Gegner. Da ist ein Schlüssel. Können wir da den Schloss reintun und wieder durchkommen? Mit dem Schlüsselloch. Guck an. Okay. Oh. Da ist so viele. Ist das eine gute Idee hier? Okay, aber einen haben wir da raufgestellt, das heißt, wir können uns auf dem anderen jetzt theoretisch die Tür aufbekommen. Sehr gut. Du hast einen Rohdiamanten gefunden, er ist unglaublich 200 Münzen wert. Na gut. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Wieder hoch. Komm hier. Da. Mein Leben ein bisschen aufpassen. Weiter, wenn wir den ganzen Weg zurücklaufen, ist ja ätzend. Na los. Da ist ganz schön viel los hier unten, ne?
Hafen? Der Hafen. Gehen wir hier durch? Los. Mann. Ich kann mal ein bisschen schießen hier. Ach Mann! Ach, der Vogel. Hier geht's wieder raus. Dann ist nicht der Weg, den wir eigentlich gehen wollten. Nur ob wir einen anderen Weg finden. Ah, durch hier. Also, welchen Weg müssen wir jetzt laufen, um wieder dahin zu kommen, wo die Truhe war? Weiß es nicht mehr. Weiß es nicht mehr. Oh, lauf weiter. Ist ja hier, ne? Den Weg sind wir gegangen, aber dann haben wir ja leider nichts gefunden, in dem Sinne. Das heißt, wir können da hinten noch rausgehen. Ah, schade. Ich dachte, man findet den Schlüssel vielleicht für den... für die Truhe da, aber die finden wir wahrscheinlich woanders. Raus hier, ne? Genau. Dann gehen wir jetzt mal raus. Jetzt gehen wir zum Hafen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt rauskommen. Ich hoffe, in der Nähe vom Hafen. Hafen so ein bisschen. Ja, nicht ganz. Aber so kann es ja auch nicht weg sein. Doch schon ein ganzes Stückchen, oder? Ah, ist vielleicht besser, wenn wir auf die andere Seite gehen. Da ist eine Truhe. Wo ist da eine Truhe? Unten im Wasser? Nee. Anscheinend unter der Brücke. Kommen wir bloß nicht hin. Können ja nicht tauchen. Die können wir wahrscheinlich erst nutzen, wenn wir irgendwie auch so Kiemen oder sowas bekommen. Hier ist eine Schule. Egal. Das ist, wird das Arbeiterviertel sein hier, oder was? Bin ich hier vollkommen verkehrt jetzt? Hinten durch? Oh. So.
guck mal. Kommen auch da direkt zum Hafen. Geht doch auch. Da sind unsere Leute. I will stay here and study those dark troopers. I trust you can handle this kid. Take care of Jen and Trin for me, okay? Ja. Dann lass uns mal los. Good day, young Arcadians. I am Ambassador Iron Talon. Are you ready to begin Gehen our wir. Journey to Pyrta? Zack. Auf geht's. Bin auch gespannt, wie die Dschungelstadt da aussieht oder das Dschungelland. Ich kann natürlich noch ein bisschen mit den Schnacken hier. Machen wir nochmal. I've seen many places in the world, but I have never been to Pyrta. I can't wait to see the legendary Force Shrine Pyramid. Ja, ich bin auch gespannt, wie diese Pyramide ist. Is this your first trip to Pyrta? I wish I was able to take you to the Pyrta of my youth. Now our nation has been divided by the hostilities between two clans, Talon and I. I come from the Talon clan. During the Dire Folk War, Archimedes wanted to unite the sacred emblems. He negotiated with the Talon clan to give him the emblem of Earth so that he could take it to the White City. In exchange, he promised to protect Pyrta from the invading Dire Folk. The Eye Clan did not agree with this. Our people would... I could not be more proud than I am today. I carry the emblem of Earth back to my homeland. I see this as an opportunity to unite our nation once again. The emblem of Earth will return to Pyrta, and Goddess Natu will guide us, Aurus, to a brighter future. Archimedes seems to be very keen to get this grand core of his into completion. I'm glad we are doing our part by returning these sacred emblems to their original homes. So. This was. Oh, jetzt müssen wir da selber hineiern. Ich glaube, Pyrta. Gut, wenn wir hinsegeln, ja, hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin, tschüss.